herzlich willkommen hier bei Drift zur Yoga. Ich bin die Simone und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder in einem Video der Schwangerschafts-Yoga-Reihe. Es ist ja nicht zu übersehen. Und ich hoffe, euch da draußen geht es auch gut, euren Babys geht es gut und ihr fühlt euch wohl in eurer Schwangerschaft. Diese Videos sollen euch da dabei ein bisschen unterstützen, dass ihr vielleicht auch noch mal mehr ins Wohlergehen kommt, diese Zeit genießen könnt, den Körper unterstützen könnt, sowie auch euren Geist. Da geschieht schon einiges, das hat man ja schon ein paar Mal angesprochen. Und heute geht es um die Veränderungen unseres Nacken-Schulterbereichs. Also wir wollen uns so körperlich auf diesen Bereich spezialisieren. Es ist halt einfach so, dass wir oft über den unteren Rücken oder über den wachsenden Bauch eher so fokussiert sind, vielleicht auf diesen Bereich. Aber auch wenn wir jetzt gerade keine Probleme mit dem Nacken oder mit den Schultern haben, soll man diesen Bereich nicht vergessen. Warum? Auch dieser Bereich bekommt so ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen. Die Schwerkraft zieht nicht nur durch den Bauch, also zieht uns nach vorne und vielleicht in so Rundrückenhaltung, sondern natürlich auch die größer werdende Oberweite. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass wir jetzt nur darauf reagieren, wo wir vielleicht jetzt gerade Beschwerden haben, sondern vielleicht auch so ein bisschen schon wegen so die Voraussicht, was vielleicht kommen könnte. Und wenn wir uns mal wegen so in der Zukunft sehen, vielleicht schon mit dem Baby auf dem Arm, dann wird es schon auch so eine Zeit sein, wo wir vielleicht sehr viel nach vorne gebeugt sitzen und wo uns der Nacken-Schulterbereich nochmal mehr zum Problem wird. Und genau da möchte ich euch heute ein paar Übungen mitgeben, mit denen ihr wirklich auch tatsächlich im Sitzen, auf dem Stuhl, wenn der Boden nicht mehr erreichbar ist oder vielleicht auch mal zwischendrin, auch wenn das Baby schon da ist, dann diese Einheit oder diese Übungen immer wieder hervorholen könnt. Und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Schließen wir für einen Moment die Augen, um daraus eine Yoga-Praxis zu machen, denn da möchten wir uns erst so ins Hier und ins Jetzt bringen, möchten uns auf den Atem fokussieren. Und wir wissen ja natürlich auch, dass je mehr wir die Atmung bewusst werden lassen und den Atem üben, vielleicht auch umso mehr geht es uns ins Fleisch und Blut über für das Ende der Schwangerschaft, für die Geburt, für eben auch vielleicht Momente, wo wir uns ein wenig zurück zur Ruhe bringen müssen. Und so bringen wir die Hände vor der Brust zusammen, schließt mal die Augen, findet einen aufrechten Sitz und dann legt ihr die Hände auf die Knie ab und so geben wir uns schon über die Hände, über die Arme so einen kleinen Stütz und haben jetzt so eine ganz stabile Haltung, die wir einnehmen, um jetzt mal in die Ruhe zu gehen, in den Rückzug, denn als erstes soll uns bewusst werden, was ist denn jetzt gerade dieser Jetzt-Zustand? Wie geht es mir gerade? Wie geht es mir heute? Jeder Tag in der Schwangerschaft kann uns schon wieder anders herausfordern oder gibt uns andere Impulse. Und so ist die Yoga-Praxis einfach so der rote Faden, der uns eben vielleicht da hilft, mit hindurch zu manövrieren. Jetzt beginnt er über die Nase einzuatmen und auch aus. Und er beginnt mal den Atem richtig schön gleichmäßig in den Lungen ankommen zu lassen. Versucht mal alle Bereiche der Lunge zu belüften, so unterhalb der Schlüsselbeine, hinterm Brustbein, aber auch hinten, so zwischen den Schulterblättern. Und dann auch weiter unten da, wo die Lungenspitzen sind, Richtung Zwerchfell. Vielleicht spürt ihr schon den größer werdenden Widerstand vom Baby im Bauch,
gegen das Zwerchfell. Und trotzdem versuchen wir es noch so ein bisschen mitzubewegen, sodass sich gefühlt der Bauch hebt und senkt. Und wenn der jetzt irgendwo Anspannung spürt, gerade wegen so im Schulter-Nackenbereich, dann nimmt man einen tiefen Atemzug ein und dann löst er und öffnet den Mund ganz leicht und haucht so ein leichtes A. Und dann lasst er den Atem weiter wandern. Vielleicht wird er auch so ein bisschen hörbar, so ein Rauschen in der Kehle. Und bedenkt das Kind, das ist das Erste, was es von euch hört, euren Herzschlag, euer Atemgeräusch. So könnt ihr ihm so ohne Worte eine Nachricht schicken mit eurem Atem. Und wie soll diese Nachricht aussehen? Soll die ein entspanntes, friedvolles, ruhiges Atemgeräusch sein oder ein gehetztes, schnelles Atmen? Was möchte eurem Kind mit diesem Atem signalisieren? Und weil wir ja heute so ein bisschen mehr im Kief, im Halswirbelsäulenbereich bleiben möchten, so bleiben wir so ein bisschen in der Atmung, wo sich auch jetzt der Unterkiefer löst. Also wir atmen ein über die Nase, öffnen den Mund und lasst mal den Unterkiefer und die Zunge ganz schwer werden. Wenn ihr da Spannungen feststellt, dann könnt ihr auch mal beim Ausatmen des Unterkiefers schnell von rechts nach links schieben. Als würdet ihr das so leicht aushängen. Könnt ihr gerne mal gucken und dann die Augen wieder schließen. Denn das Unterkiefer hat einen riesen Bezug zur Halswirbelsäule. Also über das Kiefergelenk, über die ganzen Muskeln des Mundbodens, der Halsvorderseite ist immer da untrennbar, ist das Kiefer mit dem Hals, mit dem Nacken verbunden. Also auch Spannungen da können sich auf die Halswirbelsäule ausüben. So, und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann dürft ihr jetzt mal die Augen schließen und dieses Mal zieht mal die Schultern richtig hoch zu den Ohren. In der Einatmung richtig anspannen und in der Ausatmung lasst das fallen. Ich habe gleich nochmal den Mund mit dazu genommen, könnt ihr auch machen. Mal an, einatmen, anziehen, die Schultern Richtung Ohren und fallen lassen. Und nochmal einatmen. Und letztes Mal fallen lassen. Und jetzt, wenn das so alles von euch fällt, jetzt beginnt mal in so eine kleine Bewegung zu gehen. Die Nasenspitze, die beginnt so eine liegende Acht zu schreiben. Und mit diesem locker gewordenen Zustand, da gebt ihr einfach mal so die Halswirbelsäule frei. Ihr sucht nicht nach irgendwie so dem Maximum, sondern so ganz geschmeidige liegende Achten. Und da könnt ihr auch mal so ganz leicht die Nasenspitze nach oben zeigen lassen. Und nach unten, sodass ihr langsam die ganze Halswirbelsäule mobilisiert. Und auch eine schöne Übung, denn wir brauchen ja auch Übungen, die wir vielleicht so ein bisschen in den Alltag integrieren können. Das wäre dann jetzt so zurückkommen zur Mitte und mal anfangen zu nicken, Ja zu sagen. Das kann man ja immer schön auch mit so einer kleinen Intention verbinden. Nickt mal mit eurem Ja zur linken Schulter. Versucht da nicht noch weiterzukommen, sondern lasst es mal in Bewegung geschehen. Ja zu entspannten Schultern, ja zu der Leichtigkeit, ob körperlich als auch mental.
ja, zu sagen zu dem, zu dieser Situation, zu eurem Baby. Und dann kommt er langsam zurück, geht auch mal in die Gegenbewegung. Und zwar einfach mal so dieses Nein, den Kopf von rechts nach links, sagt man Nein zum verspannten Nacken. Und wenn ihr das so noch so mitkoordinieren wollt und könnt, und das ist ja schon gute auch neuronale Vernetzung, kann ruhig wegen der Unterkiefer auch sich mitbewegen. Ich weiß, das schaut jetzt immer alles ein komisch aus. Bedenkt, da ist ja immer ganz viel Osteopathie-Impuls von mir dabei. Da kann ich nicht so ganz trennen zwischen Yoga und Osteopathie. Und so kann man wirklich auch so diese Strukturen Kiefer, Halswirbelsäule gleich so ein bisschen mitmachen. Und dann kommt er langsam wieder zurück. Und wie gesagt, das kann man so ganz entspannt auch mal am Tisch machen. Und dann lösen wir unsere Hände mal weg von den Knien. Wir bringen die Hände vor der Brust zusammen. In der Einatmung schiebt euch mal weg. Und da fangen wir schon mal an, so gar nicht in der Seitneigung zu gehen, sondern uns jetzt mal lang zu machen, indem ein Arm sich wegschiebt, dann der andere. Und wir gefühlt über die Arme an den Schultern auch am Brustkorb schieben. Dass wir da wegen Platz schaffen, Platz da schaffen, wo sich das Kind vielleicht noch nicht sich diesen Platz wenn geklaut hat. Und das wird vermehrt der Brustkorb sein, wo wir hinatmen, wo wir Platz brauchen, wo wir uns öffnen müssen. Gerne nochmal die Arme ganz leicht an den Ohren vorbeischieben, Brustbein befreit sich. Und dann ausatmen, umgreift mal beide Ellbogen. Da könnt ihr euch auch noch so ein bisschen hineinkreisen. Ich mag so dieses Kreisen ganz gern. Das gibt mir ein wenig so ein Gefühl des Weichwerdens. Und auch das müssen wir so ein bisschen zulassen. Selbst die Hormone des Körpers machen es uns oder schlagen es uns vor, das Hormon Relaxin, das jetzt so in der fortgeschrittenen Schwangerschaft, wenn unsere Sehnen und Bänder ein wenig nachgiebiger werden lässt. Also lasst auch mal bei euch dieses Gefühl von so einer Weiblichkeit, Sanftheit in so einem Fluss ankommen. Und wenn wir jetzt uns dann wieder aufsetzen, die Arme noch gehalten, jetzt gehen wir so in diesen Muskel, der hier so entlang verläuft, den wollen wir öffnen. Und da drücken wir mal das den rechten Arm nach außen. Also mein rechter Ellbogen schiebt und die linke Hand hält wegen dagegen. Also man sieht eigentlich keine Bewegung, der rechte Arm ist aber angespannt nach außen. Und in der Ausatmung, lasst da mal diesen rechten Arm ganz locker und die linke Hand gewinnt jetzt und zieht den rechten Arm zur linken Seite. So eine wunderbare Öffnung der seitlichen Muskeln. Wechselt mal. Der linke Arm drückt jetzt nach außen. Drück, druck, 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 druck. Die rechte Hand lässt den Arm nicht nach außen. Und in der Ausatmung locker lassen. Und ihn mitnehmen. Und dann kommt er mal zurück und dann fangt er mal, lasst er mal die Arme, schüttelt die mal, die Handgelenke, ihr könnt auch die Schultern, die Arme ein wenig ausklopfen, für diesen ganzen Bereich. Und denkt auch immer wieder ein wenig so dran, es ist nicht immer nur das Wasser, das dann die Arme ein wenig anschwellen lässt und die Fingerspitzen zum Kribbeln anfangen, sondern es ist schon manchmal auch so diese Versorgung der Nerven aus der Halswirbelsäule in die Arme. Gerade wenn da muskuläre Verspannung ist, kann uns das auch mal ein Problem machen. Und dann dürft ihr auch richtig mal die Schultern kreisen, macht das auch mal so gegeneinander. Und so ganz automatisch geht da oft eben auch der Kopf fängt so mit. Und auch dem immer wieder ein wenig so nachgehen, was kommt wenn so intuitiv, wenn wir jetzt dann auch mal den Kopf ein wenig so halb kreisen und in die Gegenrichtung.
so ganz bei uns sind, zum Beobachter werden. Zurückkommen zum Atem. Und auch mal nochmal zurückkommen zur Mitte, uns nochmal aufrollen. Und dann bringen wir die Hände mal jetzt an die Schultern. Und das ist jetzt so, ich finde, so eine kleine H-Bewegung, also die Arme streifen so nach oben, dass wir wirklich so von hier von der Schulter anfangen. Wichtig dabei, dass die Ellbogen nach oben zeigen und dann die Arme mal so am Hinterkopf nach oben streichen. Und dann bleiben die Hände und wir ziehen uns da mal auf. So wird uns jemand da so in die Länge ziehen. Und dann wieder nach unten nehmen und aufziehen. Lang machen und für einen Moment verweilen. Dann machen wir es über die Seite und dann die Hände wieder an den Schultern aufmachen, über den Hinterkopf. Und wenn so, ich gebe da wenn so einen ganz leichten Druck über den Hinterkopf in die Hand hält. Und dann noch einmal. Und wir ziehen uns wieder in die Länge. Und ausatmen, bringen wir mal die Hände zur Seite, einatmen lang, Schultern sind tief weg von den Ohren, ausatmen, das Ohr, das rechte Ohr geht mal zur rechten Schulter. Das sind jetzt ganz bewusst auch ruhige Übungen. Ein Yoga lädt uns ein, dann hinzuhören, uns zurückzuziehen und soll ja auch wegen so ein Rückzugsort sein, vielleicht eine Einheit, die nicht nur körperlich euch vielleicht wieder einen kleinen Impuls gibt, sondern die euch einfach auch wieder wegen geistig in eurer Mitte ankommen lässt für diesen Tag, der eben oftmals mit Herausforderungen gespickt ist. Und dann kommt er langsam zurück, löst mal und dann einatmen nochmal lang. Ausatmen, setzen wir die Arme wieder ab und den Kopf legen wir mal linkes Ohr zur linken Schulter und meine Fingerspitzen rechts, die schieben so ganz hauchfein in den Boden nach unten und verlängern so diesen Dehnungswinkel. Und dann heben wir den Kopf wieder, die Hände bringen wir nach vorne und auch wenn das jetzt so die ganze Wirbelsäule mitnimmt, das finde ich immer ganz wichtig, denn wir haben nicht nur das, wir können es nicht so segmental betrachten. Und so lassen wir uns mal rund werden mit der Ausatmung. Ziehen uns wieder hoch, gerade so auf der, bei der Halswirbelsäulenebene, richtig schön Wirbelkörper für Wirbelkörper hochkommen. Und ausatmen. Den Weg wieder zurück. Spür mal die Verbindung aus dem Kopf nach unten. Lass diese Verbindung auch wachsen, so dieses Gefühl der Einheit der Wirbelsäule, so diese Wellenbewegung von unten nach oben. Und das ist natürlich eine Bewegung, die könnt ihr immer machen, die kann man sehr gut im Sitzen machen, aber auch im Vierfüßlerstand, selbst im Liegen, da kann man es gerne auch mal machen. Und die könnt ihr da auch jetzt noch vor ein paar Minuten machen. Hast du so richtig fließendes Gefühl, so eine Fluidität in die Wirbelsäule bekommt und es euch auch eben wieder so dieses Gefühl vermittelt, Leichtigkeit, schwerelos zu sein. Sag mal, also die Last von den Schultern fällt und dann richten wir uns noch ein letztes Mal auf, bringen die Hände vor der Brust zusammen und
Da auch die Kehle so ganz nah verbunden ist mit der Halswirbelsäule, lade ich euch ein, gemeinsam mit mir ein Om zu singen und lasst es richtig in eurer Kehle vibrieren. Gebt den Impuls auch mal von innen. Und auch dieses Vibrieren, dass es so laut und so kraftvoll ist, dass es auch im Bauch beim Baby ankommt. Und so nehme einen Atemzug ein und nochmal komplett aus. Und wieder ein ins Om. Und dann fangen wir langsam an, die Hände wieder aneinander zu reiben. Da darf es warm werden. Die darf man, vielleicht machen wir es zweimal, denn einmal möchte ich, dass ihr jetzt die Hände euch auf die Stelle vom Nacken, vom Hals, von den Schultern legt, die sonst immer wenn so eure Problemzone ist. Und dann das zweite Mal natürlich, da gehen die Hände jetzt richtig schön flächig auf den Bauch. Und dann wir üben hier nicht allein und schließen so die durch unsere Wärme eben auch das Baby mit ein. Und dann bedanke ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, da war wieder so ein bisschen Impuls für euch dabei und freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Macht es gut, bis dahin.